Es ist aktuell halt einfach langweilig. Und es ist eher viel zu entdecken und Geschichte und hast du nicht gesehen. Das Dokument ist da unten. So. Ernsthaft. Ganz toll. Mist. Habe ich jetzt verpasst, diesen Stoff. Ja, komm, ist egal. So, hier gibt es noch was, aber da gibt es kein Lagerfeuer in der Nähe. Doch hier. Bin jetzt noch ein bisschen am Zeug sammeln. So ist es einfach. Damit muss man klarkommen. Da komme ich, glaube ich, noch gar nicht rein. Okay. Gut. Dann hat sich der Käse auch gegessen. Das hier, dann komme ich hier auch gar nicht hin. Ansonsten... Habt ihr nichts dagegen, wenn ich mit jemandem quatsche, während wir streamen? Also ich glaube nicht, dass ihr was dagegen habt. Ja, ich bin in der Lobby, wenn du Bock hast. Ich hoffe allerdings nicht, dass das jetzt Probleme gab. Ich versuche jetzt einfach mal mit der Story ein bisschen weiterzukommen. Ich hoffe, das Brummen ist jetzt wieder raus. Aber wie gesagt... Boah, warum kannst du denn nicht einfach in meine Discord-Lobby kommen? Grüß dich. Servus. Hättest auch einfach in meinem Channel in die Lobby kommen können. Ich bin in deinem Channel drin. Ich meine, ach so. Ja, ist egal. Ja, kann ich natürlich auch machen, klar, ist kein Ist jetzt Thema. egal. Ist jetzt wurscht. Passt? Ja, passt schon. Ja, dann auch mal ein schönes Hallo an die Runde. Jo. Habe auch gerade gesehen, also es ist auch ein bisschen Zeit für, ich glaube so 2, 3 Sekunden oder so. Das liegt aber an den Servern, da kannst du nichts machen. Ja, Das liegt klar. einfach daran, dass du die Daten erst an deinen Dingsbums schicken musst. Da ist auch von Programm zu Programm unterschiedlich. Zum Beispiel OBS hat da mindestens 30 Sekunden. Verzögerung. Was, 30 Sekunden? Ja, so in etwa. Halbe Minute? Okay, das ist krass, das wusste ich nicht. Aber ich arbeite aber auch nicht mit OBS, deswegen. Bei Shadowplay zum Beispiel ist es halt relativ direkt, weil es da keinen Nachrenderer gibt. Ja, ich muss sagen, ich habe mich die letzten, was heißt Wochen, aber so letztes Jahr auch ein bisschen mehr mit Shadowplay beschäftigt. Und es hat wirklich ein paar coole Funktionen, gerade diese Was ist Instant-Aufnahme-Funktion. Du das? kannst ja mitten im Spiel, sag ich mal, eine Kultisten, Tastenkombination drücken. Sie warten Und dann kannst darauf, du dass sozusagen Gott einen Livestream erscheint. starten. Kannst Und auch, Wenn die was auch... Katastrophen beginnen, wird der Ist Gott gerade Vulkan Cutscene. geopfert, um die Sonne zu Also... erhalten. Sonst kommt das Ende der Welt. Sie opfern einen Gott?
Ihn zu opfern ist meine Pflicht. Doch der Führer des Kults will meine Position, um selbst zum Gott zu werden. Er glaubt, wir könnten aus der Welt ein von uns selbst erschaffenes Paradies machen. Die Welt neu erschaffen. Das Brummen ist wieder da. Scheiße. Ich hab das schon mal irgendwo gehört. Aus irgendeinem Grund hat... Da ist der! Es liegt aber an Shadow, liegt an Shadow of the Tomb Raider, Justin, dass es Probleme gibt. Das ist doch... Ja, es ist, wenn ich spreche, dann brummt das Mikrofon. Das liegt aber an, das liegt aber an Linksbums. An dem Spiel so ein bisschen, nicht an Shadowplay. Okay, konnte ich jetzt noch nicht feststellen bei dir, deswegen. Manchmal ist es da, manchmal nicht. Ich hatte auch bei Shadow of the Tomb Raider Probleme, weil ja bei mir alles übers Mischpult läuft. Dass es da auch Soundbugs und alles gab, aber versucht da jemanden mal zu erreichen. Na ja, klar. Aber sein wahrer Name das ist, so dieses er kommt eigentlich von hier. Dieses möchte gerne 3D Kino Sound einbringen, wenn das halt nicht ausgiebig getestet ist, kann das ganz schön Probleme geben. Die Menschen hier glauben an ihn. Das erinnert mich an Asterix und Obelix, wie der König da reingetragen wird. Ein verstorbener Mann, Sahiri, war sein Bruder. Ja, nee, finde ich an Shadowplay nicht schlecht, kann es halt instant. Nach dem die Grundfunktion hat es sehr gut drauf. Ja, nee, und du brauchst ganz, ganz wenig Ressourcen. Ja. Ja, das Gute ist halt, dass Shadowplay halt schon von vorne rein komprimiert ist jetzt halt. Oh cool, ein Kollege von dir spielt Endless Legend stabil. hat natürlich Vor- und Nachteile. Vorteil ist natürlich, wie du sagst, braucht wenig Ressourcen, aber... Und dafür sieht's saugut aus, also man muss sagen, dass es trotzdem saugut aussieht. Mein generell sind die Streams ja alle ein bisschen... ja, es liegt an der... Übertragungsrate, das liegt nicht unbedingt an der Qualität von der Videoaufnahmen. Weniger an den Programmen oder an dem Streamern selber. Einfach an den Übertragungsraten, die sind halt in Deutschland oder ich weiß nicht, ob das länderabhängig ist oder ob das wirklich an YouTube liegt oder ob die Amerikaner da bessere verfügbare Bitraten haben, aber... Es liegt an der einer Uploadrate und ich sag's mal so, ganz wenige Leute kümmern sich halt auch darum. Die sehen halt nur 100.000er Downloadrate, super, das ist bei manchen, in der Regel ist das so, dass du dass du 20% Uploadrate von der Downloadrate hast, das ist überall so. Du kannst aber auch spezielle Verträge haben, damit wird aber in der Regel keine Werbung gemacht, weil das dann meistens nur, das weißt du meistens nur, wenn du Dingsbums hast. Das weißt du meistens nur, wenn du halt wirklich im Business-Bereich bist. Deswegen gibt es ja auch in der Regel Privatdinger, aber es gibt auch Business-Verträge. Die sind ein bisschen teurer, aber dafür hast du dann 50-50 entweder oder hast garantierte Upload-Raten. Was beim Verkauf von diesen Dingern oder Verträgen auch ist, es wird immer beworben mit bis zu so und so viel. Das bedeutet... Ich kümmere mich um die Schatulle. Versprochen. Wie heißt es? Bedeutet nicht, dass du garantiert 100.000 hast oder so, sondern nur bis zu gezwungen oder beziehungsweise... Verpflichtend sind 20%. Bedeutet, ich war lediglich mit meinem hast jetzt Sohn bei mir zum Beispiel als Privatkunde einen 100.000er Vertrag, sprich ich bin verpflichtet dir 20.000 zu garantieren und alles andere ist halt, ja, kann ich dir halt geben, wie ich Bock habe. Ja, ich glaube, ich habe ich 300.000 oder so. Jonah, da ist es. Ja, ich bin mit alles bestens. Manchmal ist es dann halt auch so, dass auch je höher die Rate ist, dass da auch an der Upload-Rate ein bisschen gespart wird. Ich habe zum Beispiel auch schon Verträge gehabt, da hast du dann 150.000 Download-Rate gehabt, aber nur 5.000 Upload-Rate. Deswegen, die Leitungen sind erstens noch nicht überall bearbeitet dafür, so ist es einfach, es fehlen die technischen Mittel. Zweitens, wenn du halt besonders hohe Download- oder Upload-Raten hast, dann liegt es auch daran, ist halt die Frage, ja, wie wird das gespalten? Ich zum Beispiel habe halt 100.000, krieg 60.000 rein, mehr als 80 sind nicht möglich, weil ich halt irgendwie am Ende von einem Leitungsgebiet bin. Ja, dann haben sie gesagt, wir können ihnen aber dafür halt eine höhere Uploadrate geben. Normalerweise habe ich 10.000 bis 15.000 Uploadrate, krieg aber 30.000 dafür. Dann habe ich gesagt, gut, damit kann ich leben. Genau, das ist super, weil ich auch mit Uploadrate gerade als Streamer arbeite. Auf der anderen Seite gibt dann noch der Knackpunkt nicht nur das, was dein Router dir, was dein Router reinkriegt, zählt, sondern auch das, was dein Enddevice reinkriegt. Mhm. Ja. Und das muss ja dann zum Beispiel bei WLAN variieren, schwankt das sehr.
Und zweitens hast du ja noch Leitungslatenzen. Das weiß ich aber auch nur, weil ich eine Hausarbeit zum Thema DSL und Internet-Dingsbums machen musste, eine 30-seitige. Und habe dementsprechend mich mal mit der Telekom auseinandergesetzt, habe mir mal so eine Schnittstelle angeguckt. Mit einem Techniker konnte ich dann auch nochmal gucken, wie so ein Stromkasten sozusagen, diese Stromkästen oder diese Internetverteilkästen, wie die funktionieren und so weiter und so fort. Von daher, kontrolliert Paititi. Ja. Ich gehe zum ich glaube 20 Mbit Upload habe ich. Vor der nächsten Katastrophe. Das ist in Ordnung, ja, da kannst du. Aber halt über, was steht hier, mein Koax-Glasfaser. Ja genau, bei mir liegt halt Glasfaser, das ist halt nicht schlecht. Ja, Glasfaser habe ich hier auch, das ist kein Problem. So wie Kupferscheiße da. Ja, Kupfer kriegst du sowieso nur, Kupfer kriegst du nur 16.000 Max rein. Mhm. Das ist halt veraltet. Und da sind die Schwankungen auch höher, weil du da nicht so viel Volt durchpetzen kannst. So, den Monolith kann ich jetzt lesen. Die Cutscene ist vorbei. Das beschreibt etwas in der Nähe. Sieben goldene Vögel hockten hier und da. Einer entkam mit seinem Schatz zu den Bäumen. Wie ist der Spielfortschritt? Spielfortschritt gerade bei Tomb Raider? Bist du so halb durch? Anfang? Ich bin noch relativ am Anfang. Okay. Liegt aber daran, dass ich auch mich ganz gerne mal von irgendwelchen Entdeckungssachen. Klar, ja. Du kannst die Story durchrushen. Natürlich, kannst du machen. Aber ich möchte ganz gerne so viel wie möglich auch von den Dingsmus mitnehmen. Feedback dazu bei Tomb Raider von 2013, das etwas neuere, ja. Das haben sie da perfekt gemacht. Das war nicht zu viel, das war richtig geil. Ressourcen sammeln, überleben, selbst Sachen bauen und so weiter und so fort. Super, das war perfekt. Rise of the Tomb Raider haben sie mehr auf dieses Sneaky Action und dieses Jagen versehen in Sibirien. Rise of the Tomb Raider zum Beispiel habe ich von den Jungs zum Geburtstag Game of the Year Edition bekommen. Das war okay. War vielleicht ein bisschen viel mit allem drum und dran. Spielte sich aber auch schön, nur die Gegend hat mir halt nicht so gefallen. Hier bei Shadow of the Tomb Raider ist es nochmal ein Ticken mehr. Das macht es aber auch schon ein bisschen kaputt. Aber dafür ist die Location halt geil. Das ist dann halt so, so ein Hin und Her. Ja doch, also ich habe nur das erste Tomb Raider gespielt, also das erste Tomb Raider von dieser New Era und war mega begeistert. Also ich muss sagen, ich bin ja eigentlich so ein 100% Typ, zumindest versuche ich immer alles zu holen und es hat mir bei dem ersten Tomb Raider auf jeden Fall mega Spaß gemacht, weil es war halt sehr angenehm zu spielen. Du bist halt wirklich auch angenehm an diese Stellen gekommen, angenehm an diese Geheimnisse gekommen. Du hast auch wirklich immer, finde ich, einfach so ein Befriedigungsgefühl gehabt, wenn du an so ein Geheimnis auch rangekommen bist. Also da muss ich sagen, das hat echt lange mal, hatte ich echt Bock auch, das Zeug auch einzusammeln, weil normalerweise bin ich schon jemand, alles wegdrücken, Sequenzen interessieren mich nicht, ich will zocken. Das ist halt noch dieses, genau, Sequenzen und alles wegdrücken, das ist halt, ich sag das immer so ganz ganz verfroren, aber das ist noch dieses Eulensyndrom. Ja, das ist halt dieses, von Zelda. Ja, nee, dieses Nintendo 64 Syndrom halt, weil da nie viele Sequenzen gehabt hast und nie viel Gelaber und aber ich muss sagen, bei dem ersten Tomb Raider hat mir das richtig, richtig Laune gemacht. Da war ich auch, hat richtig Spaß gemacht, das war mega geil, aber das ja. Rise habe ich noch nie gezockt. Ich habe das zwar, so wie viele Spiele auf Steam, die ich habe und noch nie gezockt habe. Hm. Und das Shadow, das habe ich gar nicht. Also ich habe nur noch das Rise. Und das muss ich irgendwann mal anfangen. Weil ich fand die New Era Tomb Raider ist richtig, richtig geil. Ja. Gut, jetzt will ich nochmal kurz im Lagerfeuer und dann machen wir mit der Story weiter. Ich habe hier jetzt genug in der Stadt rumgeeiert. Gibt natürlich noch ein bisschen mehr zu entdecken, obwohl da hinten ist noch ein. Hier ist noch ein Relikt und ein Wandgemälde. Den Monolith kann ich noch entdecken. Ich glaube, der Justin hat jetzt auch langsam die Schnauze voll. Aber um ehrlich zu sein, was wir haben, haben wir. Justin will Story sehen, oder wie? Ne, der will ein bisschen Action haben. Die Action kommt ja, ja auch okay. noch. Ich habe ja privat auch mal ein bisschen weiter gespielt. Aber ab einem gewissen Part ist es auch blind. Das ist so eine der Sachen, die ich sehr, sehr schade finde. Gerade als Streamer. Du hast viele, viele schöne Spiele. Die sind alle super genial. Aber wenn du die halt auch streamen möchtest, ist es halt so ein Hin und Her, ja. Entweder spielst du es schon selbst nochmal für dich durch, dass du das Spiel kennenlernst und hast auch Bock auf das Spiel, oder du streamst. Allerdings, wenn du streamst und halt nicht irgendwie auch den Harzer raushängen lassen möchtest, dann kannst du halt nicht jeden Tag 5-6 Stunden streamen oder jeden Tag 2 Stunden streamen, das ist mir auch irgendwann zu blöd. Darauf habe ich auch nicht so großartig Lust. Da kannst du dir aber auch ein Spiel kaputt machen. Und das habe ich mit Shadow of the Tomb Raider leider so ein bisschen gemacht.
Weil am Anfang, als ich das gespielt habe, war ich Feuer und Flamme, habe das Gebiet hier komplett fertig gemacht. Dieses Dorf, das war es dann aber auch schon. Dann habe ich es im Stream angefangen und dann wollte ich es ohne Stream nicht mehr spielen, aber ich will halt nicht 24/7 streamen. Auch im Urlaub nicht oder so. Die typischen YouTuber-Struggles halt. Genau, und dann habe ich mir das, seitdem, dann da mal was angefangen und dann habe ich mir das Spiel sozusagen kaputt gestreamt, in Klammern. Das ist ja bei Helnua Sacrifice ja auch der Fall, nur dass ich es da ganz gut finde, dass ich da einfach mit einer Tastenkombi die Aufnahme starten kann und es einfach so spiele, wie ich Bock habe und es mir dann später zurechtschneide. Gestern hat man ja den Endscreen dazu gesehen, das bedeutet Endscreens, damit arbeite ich jetzt ganz gerne, einfach um ein bisschen mehr zu machen als, was weiß ich, in Klammern die, in Klammern normalen Casual Let's Player, die dann einfach sagen, ja, ich mache einen Videoschnitt und fertig. Was ist Endscreen? Endscreen ist halt sozusagen wie ein Abspann. Also ein Credit halt, Credits. Ja, Credits so in etwa. Ja, okay. Und, aber muss halt auch bedenken, dass das Arbeit ist. Ich habe an dem Overlay für Senua's Sacrifice wirklich eine Stunde gebraucht, nicht nur ein Logo einzukreieren, nicht nur die vier Logos von den Social Media Sachen einzukreieren oder mein Dingsbums einzusetzen, sondern auch, wie heißt's, die, wie soll ich denn das erklären, die hier, die zu Transparenten zu machen und so weiter und so fort. Und das macht man aber, hat man aber auch keine Lust, das für 20 Minuten Videos zu machen. Das ist dann auch irgendwann zu viel. Ja, klar. Ja gut, also deine Overlays finde ich ja eh ziemlich geil. Also dieses, mein Favorit ist das GameCube-Overlay, das finde ich am besten. Das ist mega geil. Ja, das GameCube-Overlay, das habe ich mir einfach selbst mal rausgesucht. Aber das liegt halt doch auch so ein bisschen an der Technik, muss ich gestehen. Weil ich nicht mehr machen kann. Das bedeutet, daher, dass ich es original aufnehme, ja, von der GameCube, nicht irgendwie durch Emulatoren und ich rendere das irgendwie andersrum, habe ich halt nur dieses 4:3 Format. Jeder Bildschirm hat aber 16:9. Bedeutet, ich nehme es jetzt für die Laien, sage ich es nochmal, das Signal kriege ich nur als Quadrat und nicht als Rechteck. Und deswegen habe ich mir gedacht, komm, haust du da irgendwie mal was raus. Und habe ich mir gedacht, komm, machst du da mal ein Overlay rein. Sonst hätte ich halt links und rechts schwarzen Rand. So ist es einfach. Und das ist mir dann zu langweilig. Ne, finde ich auch extrem gut kaschiert, nenne ich es jetzt einfach mal. Auf jeden Fall. Ich bin halt dann eher so der Emulator-Typ einfach, weil es halt für mich dann einfacher ist, die Grafik halt mal absolut hochschrauben kann und dann halt eben... Gebe ich hier recht. Gibt diese Overlays kleines... nicht brauchst, aber wenn du halt das kannst, ist natürlich geil. Ja. Gibt halt nur ein Problem. So, den Monolith nehme ich noch mit. Das Problem ist halt das, was ich auch bei Final Fantasy hatte, weswegen ich mir auch eigentlich dann den Grabber geholt habe. Ich habe die ROM probiert und ab einem gewissen Zeitpunkt ist die ROM mir permanent abgestürzt. Ja, das bedeutet, das ist halt der dritte, vierte Dungeon, den konnte ich einfach nicht mehr weiterspielen, egal was ich gemacht habe. Emulator-Version geändert, ROM-Version geändert, nochmal von vorne gespielt. Ich, glaube, für Final Fantasy gibt es im Emulator einen Hack. Also für manche Games musst du auch Hacks aktivieren im Emulator, je nachdem, was für ein Emulator du hast. Aber ja, das ist oft ein Problem, wenn die ROMs halt kaputt sind. Nee, das ist einfach stehen geblieben. Naja, wenn die ROMs halt kaputt sind, da hast du halt gerade, als wenn du als Let's Player ist halt bitter, wenn du dann halt wirklich mal ich halt keine Lust. Folgen aufgenommen hast und dann geht's plötzlich nicht mehr, musst das Projekt abbrechen. Und ich habe halt deswegen, ich habe ja vorhin aufgenommen, ich wusste halt nicht, ob es funktioniert. Und deswegen habe ich mir gedacht, ja, bei so kleinen Games easy, kein Thema, ja. Aber, Sekunde, jetzt will ich mir Monolith mal vorlesen, den habe ich jetzt überquatscht. Ein einsamer Wächter hält seine Hand über mich und seine Ernte. Das ist wahrscheinlich hier im Dingsbums. Ich weiß, wo der ist. Problem ist halt, dass ich jetzt keine Lust habe, jedes GameCube-Spiel, was ich irgendwie auch mal aufnehmen möchte, halt vorher nochmal zu spielen. Weil das ist dann wieder so, wiederum dieses Witcher-Syndrom, was ich habe. Witcher-Syndrom, damit meine ich, ich habe das Spiel halt schon zweimal durchgespielt, im Stream gestern jetzt das dritte Mal. Manchmal hast du Lust drauf, aber eigentlich in der Regel kennst du das meiste schon, dann hält sich das so lala an Grenzen. Gut, Monolith-Schatz haben wir entdeckt. Wunderbar. Jetzt kann ich auch den anderen Monolithen hier oben lesen. Ne, den kann ich noch nicht lesen. Okay. Hier ist noch ein Dokument. Ist die Frage, wie komme ich da dran?
Hier ist noch ein Dokument. Das meinte ich, ob ich jetzt... Ich persönlich würde jetzt die ganzen Dokumente noch mitnehmen. Auch wenn wir jetzt schon seit Stunden in dieser Gammelstadt rumeiern und mit der Story nicht ein Stück weiterkommen. Ich muss sagen, das ist dann, was heißt ein Punkt, der mich stört, aber das ist halt oft das, was mich an solche Art von Spielen stört. Ich finde halt, gerade jetzt, ich merke es ja gerade selber, aktuell spiele ich ja Onimusha 2 und das Onimusha 2, da gibt es ja mittlerweile auch eine Stadt, das gab es ja beim ersten nicht. Und ja. Das ist auch alles schön und gut, aber ich finde, an einem gewissen Punkt, es hält halt einfach den Spielfluss auf. Das ist halt, du merkst es halt im Endeffekt, ja, ich weiß ja nicht, wie lange du den Stream jetzt schon machst, aber bestimmt schon ein paar Stunden. Ja, seit 4 Stunden steht er dran. Wer lesen kann, ist dein Vorteil, Frankie. Ja, also ich bin jetzt ungefähr 3 Stunden aber schon in der Stadt. Und du merkst, du bist halt seit 3 Stunden in der Stadt und machst halt seit 3 Stunden nichts anderes. Und das ist halt was mich halt oft so an diesen Spielen oder was die Entwickler aus diesen Spielen machen, einfach stört. Die machen da einfach immer zu viel drumrum. Da wollen sie dann, gerade weil es halt gerade im Trend ist, halt irgendwie mit Crafting und das und das. Das wird dann überall eingebaut. Genau. Aber und das ist das, was diese neuen Tomb Raider, diese Trilogie, das Problem hat. Bei dem ersten Tomb Raider hast du das so ein bisschen. Ja, und irgendwann wurde genau, auch das gedacht, fand okay, ich perfekt. Beim ersten Tomb Raider fand ich das optimal. Da hast du dann auch irgendwann die Dingsbums gehabt, dass halt gesagt wurde, okay, du hast das Gebiet jetzt leer gefegt, es bringt nichts mehr, geh weiter. Okay, gut, genau. Ist kein Problem. Oder auch mal, dass du sagst, okay, gehst mal 2 Gebiete zurück, weil du irgendwas mit einer Shotgun aufschießen musst, die du im ersten oder im zweiten Gebiet halt noch nicht hast, ist noch okay. Bei Rise of the Tomb Raider haben sie es ein bisschen erhöht, das geht aber noch. Da hast du dann auch so ein Hauptgebiet, wo du einfach sagen kannst, okay, da hast du nicht so Sachen, wo du 1 Million Milliarden Sachen entdecken musst, sondern eher so nach dem Motto, okay, ich brauche jetzt 20.000 Fälle oder so, merke aber auch einen Fortschritt, ich kann mir einen größeren Köcher bauen, ich kann mir das bauen und das kann ich auch gleich aufwenden. Dann habe ich das Gefühl, dass sich das nicht so stark zieht. Ich habe so das Gefühl, okay, das ist ein Gameplay-Element, da kommst du aber auch jederzeit hin, da sagst du, okay, ich bin jetzt hier in der Reise, bin mal 1/2 Stunde am Jagen, mach weiter und fertig. Bei dem Spiel ist es halt so, das weiß ich, ohne jetzt großartig zu spoilern, irgendwann kommt der Punkt, dass du dich hier nicht mehr frei bewegen kannst und deswegen holst du hier so viel wie möglich und ich bin ständig am Hin- und Herrennen und hast nicht gesehen. Sowas das ist halt das Nervige. Das irgendwann, ja, und das ist halt... Und das haben sie halt falsch gemacht. Das ist ja, hier jetzt gerade, vielleicht liegt auch nur daran, dass es halt wirklich am Anfang ist, weil wie gesagt, wenn du was da hast, hast du. Ich weiß auch, dass es nach der Stadt dann richtig mit der Action losgeht, aber das ist dann hier gefühlt zu viel. Da war ja, nee, es ist ja, ich meine, ich bin, wie gesagt, immer, ich versuche immer alles gleich zu holen, weil ich eben halt auch schon oft Spiele erlebt habe. Da kommt dann irgendwann so ein Backtracking-Part, dann kannst du es nie wiederholen, weil ein Teil von irgendwas einstürzt oder so, dann kommst du wieder in, was ich ultra nervig finde. Also, das finde ich extrem schlecht programmiert dann sowas und, ja, ich finde halt, dieser, kann nicht mehr tragen. Man muss ja sagen, das kam eigentlich alles mit Minecraft. Mit Minecraft kam ja auch dieser ganze Crafting-Trend. Und das, ich finde es halt einfach unnötig, dass sie das in jedes Spiel einbauen. Und ich finde halt, wie gesagt, wenn man es halt mal, ich kann jetzt mal nur von mir aus reden oder wie mir es halt so geht. So ist sicher nicht jeder Spieler wie ich, aber bei mir ist es halt so, ich habe halt keine 6 Stunden Zeit zum Zocken am Tag. Bei mir sind es halt wirklich nur, wenn überhaupt, 2 Stunden am Tag. Mhm. Und in den 2 Stunden will ich halt extrem produktiv sein. So, jetzt rennst du aber seit 3 Stunden in der Stadt rum. Das heißt, in meinem Fall, ich hätte das Spiel gestartet, wäre ins Bett gegangen mit dem Gedanken, ja toll, was habe ich die letzten 3 Stunden gemacht? Ja, ich bin in der Stadt gegangen. Klar, ich habe zwar in der Stadt schon Progression gehabt, aber ich habe halt die Story effektiv nicht vorangebracht. Das heißt, ich habe eigentlich 2 Stunden oder 3 Stunden meines Lebens abends verbracht. Klar, ein bisschen Progression in der Stadt gehabt, ein bisschen A und B eingesammelt, pipapo. Aber ich habe im Endeffekt nichts Neues gesehen von dem Spiel. Und das ist halt, was mich an diesen New Era Games einfach ultimativ stört. Und das ist einfach was man so in meiner Kindheit im N64-Zeiler einfach besser gemacht hat. Da waren die Games einfach straight, da hast du ein A to Point B gehabt, bam, 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 hast das Ding durchgezogen. Ja gut, obwohl man sagen muss, wo sie ja mit Majora's Mask haben sie ja diesen Punkt mal ein bisschen aufgegriffen und es mal wirklich gemacht, okay, wir machen es mal ein bisschen komplexer. Und das kam ja für die Kenner sehr gut an, muss man ganz ehrlich gestehen. Aber es gibt halt einen Grund. Mache ich das, um es zu übertreiben oder mache ich es okay, ja? Weißt du, wenn du jetzt dich in der Stadt irgendwie... Klar will ich natürlich als Programmierer, ja, ich als Informatiker habe natürlich auch den Blick von den Entwicklern im Kopf so ein bisschen, will natürlich alles zeigen, ja. Das ist auch das Problem, was zum Beispiel andere Spiele, wie zum Beispiel Florenzia hatten, haben den End-Dungeon und die Elite-Dungeons, die High-End-Leveler, die schon seit Jahren...
Das ist so ein Uraltspiel, weißt du? Und seit 10 Jahren gab es mal eine Neuigkeit, diese End-Dungeons. Und bevor sie da irgendwie auf eine andere Insel das gemacht haben, haben sie alles auf die Startinsel gehauen. Klar, natürlich, hier, das ist neu, das ist jetzt frisch reinprogrammiert, das will ich den Leuten zeigen, guckt euch das genau an. Super, der Gedanke ist okay. Das Problem ist allerdings, okay, wie wirkt das auf das Gesamtbild? In einem MMO zum Beispiel hast du eine Startstadt, brauchst eine, wenn es halt nicht Sucht ist, brauchst du ungefähr einen Monat, um eine Mio zu erreichen. Dann hast du die Endleveler, die da rumeiern, die da locker eine Mio an einem halben Tag locker machen und dementsprechend ihre Sachen halt alle auf der Startinsel dann verkaufen. Willst du dir irgendwas holen, denkst du, ja geil, ich habe eine Mio in der Tasche, kommen, was kriegst du dafür? Und dann siehst du, okay, durch dieses High-End-Level-Gedöns ist der Shop so voll, da kommst du unter 100 Mio nicht rein, da hast du dann als Anfänger schon keinen Bock mehr. Das ist zum Beispiel wiederum der andere Fehler, okay. Klar kann ich den Leuten zeigen, das ist neu, das kommt wieder neu rein, hier ist viel in der Stadt los, kommt rein, das ist so dieser Hintergrundgedanke, aber wenn du diesen Vergleich hast, dann denkst du, okay, das macht vielleicht, ist die andere Seite der Medaille und da musst du gucken, macht das mehr kaputt, als es ganz macht oder nicht, weißt du? Ja, es ist, wie gesagt, ich verstehe natürlich auch den Entwickler, dass man halt irgendwo auch ein bisschen Spielzeit generieren will, weil halt dann eventuell dann die Gefahr groß ist, die Leute sagen, hey, ich habe da jetzt 60 Euro hingelegt, das Spiel ging jetzt nur 5 Stunden, ja. Deswegen verstehe ich dann irgendwo auch schon, dass die Entwickler natürlich Spielzeit generieren wollen, aber ich habe halt oft das Gefühl, dass der Grat zwischen Spielzeit generieren und halt künstlich in die Länge ziehen, ist halt extrem schmal. Und dann sage ich lieber, dann spiele ich lieber für 60 Euro ein geiles Spiel, das wirklich geile 7 Stunden hatte, wie ein Spiel, das 20 Stunden geht, wovon 10 Stunden Vitor-Material sind, das ich mir angucken muss, und die restlichen 5 Stunden irgendwelches Backtracking und Grinding sind. Also, ja, es ist aber auch Geschmackssache. Ich meine, das muss man halt, ist auch jeder anders, da bin ich wahrscheinlich auch sehr speziell, aber wie gesagt, der Grad zwischen Spielzeit generieren und künstliches, die Spielzeit in die Länge ziehen, ist halt, und bei manchen, wenn ich halt überlege, so bei manch, meine die Stadt, das scheint jetzt schon extrem zu sein, wenn du die Collectibles da siehst, da oben links bei Tomb Raider, was es da alles gibt. Ja. Wobei das ja eigentlich... Auf der anderen Seite kann ich mir halt vorstellen, okay, ich weiß jetzt nicht, wie es weitergeht. Wenn jetzt wirklich nur die Stadt das ist und du das einmal machen musst, wirklich einmal richtig, und es dann vorbei ist, dann kann man es noch verschmerzen. Aber jetzt aktuell, ja, kann ich den Justin da vollkommen verstehen. Ich bin auch so froh, wenn ich die Stadt wirklich zu 100% oder so viel ich konnte oder so viel ich kann halt fertig habe, dass ich endlich weg bin. Spielt das Shadow of the Tomb Raider in Maya-Land? So ist, halb. Zinschnitzer im Hintergrund, oder? Bei dem das ist schon so, genau, das ist wieder Maya. Das ist so ein geiles Ding, da würde ich gerne mal hingehen. In Mexiko, da würde ich echt gerne mal hingehen in Mexiko zu dem Chichen Itza. Ah, nee, hier komme ich raus. Das ausspricht Chichen Itza, ja. Chichen Itza, ja, irgendwie so. Geiles Ding auf jeden Fall. Wirklich beeindruckend, was die Menschen vor tausenden von Jahren mit ihren Händen schon errichtet haben. Das war mega krass. Und ich überlege, ich kann gerade mal so einen Schrank aufbauen daheim, ja. Und fall aus allen Löchern. Und die Menschen damals haben mit ihren eigenen Händen Tempel gebaut. Und das ist schon krass. Aber ich muss sagen, ich mag das Flair von den New Era Tomb Raidern, das ist schon geil. Ja. Auf jeden Fall. Also bei Rise of the Tomb Raider zum Beispiel hat mir der, war das so, dieses Sammelgedöns und Action haben, waren gute Balance, nur das, nur da das halt in Sibirien stattgefunden hat und in Syrien ab und zu und du halt viel in dieser kalten Gegend eher gewesen bist, hat mir das außenrum nicht so gefallen. Ja? Okay, also sozusagen das Skyrim-Syndrom. Genau, das war so ein bisschen trostlos und so ein Scheiß. Das fand ich so der einzige Nachteil an Skyrim leider. Es war ja auch so recht trostlos. Ich meine, irgendwann gab es ja dann auch sollte halt auch so sein. Ja, nee, es sollte auch nur so sein. Wie gesagt, ich bin eigentlich absoluter so Wikinger-Fan. Ich mag die Geschichte und vor allem die Mythologie der Wikinger. Aber es war halt irgendwann, wenn du das Spiel mal wirklich so 20 Stunden gespielt hast, und halt immer dieses Weiße. Hat keiner gesehen. Ja, bei Skyrim das Problem, da die Programmierer waren einfach faul. So ist es. Du hast einen Dungeon gesehen, dann hast du die Texturen von allen anderen gesehen. So ist es. Und so wird es bleiben. Weil die einfach keine anderen Texturen hatten. Punkt. Ja, deswegen, wie gesagt, nenne ich das Ganze ein Skyrim-Syndrom, weil da war ja recht viel weiß und karg. Ich meine, wie gesagt, es hat gepasst und es soll ja auch irgendwo so sein, aber da gab es ja dann irgendwann auch mal eine Mod von einem sehr guten Modder, der das dann so farbenfroher gestaltet hat oder irgendwas. Ja, haben sie ja mit der Special Edition reingemacht. Die haben sie ja dann in die Skyrim Special Edition haben sie die Mod ja reingehauen. Ah, okay, cool.
Und die Leute, die... Ich möchte mal sehen, ob die dem was gezahlt haben. Die dem Geld gegeben haben, dem Modder. Wahrscheinlich, weil da gab es ja auch eine riesige Mod zum Beispiel in DLC. Manchmal denke ich, dass ich weitermachen muss und dass ich alle enttäusche, wenn ich nicht weitermache. Ein Tsunami rollt auf uns zu. Und das ist nur die erste von vielen Katastrophen. Das ist deine Schuld. Ich muss jetzt los. Ich bin die Einzige, die... Die Einzige, die was?